Fußball. In zwei sehr interessanten Spielen kam der SV Postbautzen Obergurig in den vergangenen zwei Wochen zu einem Sieg und einer Niederlage gegen den SV 1896 Groß-Dubrau, wobei die Niederlage im Pokalspiel auf dem Sportplatz von Post Germania Bautzen hätte vermieden werden können, wenn den Obergurigern ein Tor gelungen wäre. Aber auch die besten Chancen wurden vergeben, sodass in der zweiten Halbzeit Groß-Dubrau mit einem Sonntagsschuss in Führung ging und diese bis zum Schluss verteidigte. Leider schieden damit die Obergoriger schon in der ersten Runde im laufenden Pokal aus. Umso größer ist jedoch die Freude, dass in der laufenden Punktspielsaison und dem letzten Spiel der Hinrunde am 19. Juni in Obergurig ein Sieg über die Mannschaft von Groß-Dubrau erzielt werden konnte. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten konnten die Obergoriger kurz vor Schluss den Ball noch in das Tor von Groß-Dubrau unterbringen. Torschütze war Jörg Henschel. Damit gewannen sie dieses wichtige Spiel gegen den bisherigen Spitzenreiter mit 1:0 und liegen in der Tabelle ganz weit vorn. Am Freitag, den 3. Juli, spielen die Obergoriger ein Freundschaftsspiel gegen Arnsdorf auf dem Fußballplatz in Obergurig. Pumpenbau. Am Donnerstag, den 25. Juni, war an der alten Wassermühle viel los. Mitarbeiter des Bauhofs brachten die Wasserpumpe. Der Einbau gestaltete sich schwierig. Mit Hilfe des Heimatvereins wurde sie dann angebracht. Nun verschönert sie das Ambiente vor der alten Wassermühle. Zum Sommerfest am 27. Juni wird die Wasserpumpe eingeweiht.